Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, Dinge, die man eigentlich nicht mehr in Clash of Clans macht. Also ich habe gestern mal so ein bisschen, oder beziehungsweise gestern und heute so ein bisschen mal übers Spiel geschaut und habe das Ganze mal, ich will nicht sagen Revue passieren lassen. Das hat Clash of Clans gestern bereits getan. Nämlich auf den offiziellen Kanal hat der Darren ein Video gebracht, beziehungsweise Clash of Clans hat ein Video gebracht, was ihr euch unbedingt anschauen sollt, falls ihr noch nicht so lange Clash of Clans spielt vor allen Dingen. Denn dort seht ihr so ein bisschen mal die Entwicklung von der Pike an, bis, also Rathaus 8, Rathaus 9 kam danach, noch keine Helden. Und dann kamen oder werden so ein bisschen die Highlights dort betont. Also es kam dann neue Defense damit rein, die X-Bögen, die Inferno-Türme etc. bis halt jetzt zum Ende, wo der Flammenschleuderer mit dazu kam. Heißt der Flammenschleuderer? Ich muss immer wieder gucken, wie die Begriffe heißen. Ja, Flammenschleuder mit hinzukam und natürlich die Pets, also die Begleiter. Und es ist ein schönes Video. Es dauert zwar ein bisschen, aber es lohnt sich in jedem Fall, dem einfach mal oder sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Aber es gibt bei mir auch ein paar Dinge, jetzt abseits der Liga. Also gestern war ja ein bisschen Liga, da haben wir uns jetzt auch wieder abgeregt. Aber heute habe ich mal so ein bisschen durchgeklickt und es gibt ja unheimlich viel mittlerweile, wo du deine Zeit in Clash of Clans mit verbringen kannst, so will ich es mal sagen. Ja, es gibt das Tagdorf, es gibt das Nachtdorf, es gibt die Clan-Kapitel, also die Clanstadt und du kannst einfach Unmengen viel hier mittlerweile machen, aber es gibt immer noch Dinge, die muss ich vor allen Dingen an mir feststellen. Das muss jetzt nicht mit euch, muss ich nicht mit euch decken, aber ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr denn tatsächlich wirklich überhaupt nicht mehr macht hier in Clash of Clans. Also ich glaube, es sind so Dinge wie in den Shop gehen und sich Ressourcen für Münzen kaufen oder für Gems kaufen oder für Juwelen kaufen. Also wer das tut, der ist oder dem ist nicht mehr zu helfen, sagen wir mal so. Denn das meiste kannst du erfarmen. Das macht auch viel, viel mehr Spaß, als hier in den Shop reingehen und hier immer reinzuklicken, kaufen. Denn so ist das Spiel nicht. Ja, das ist ein taktisches Aufbauspiel. Ich meine, die Option ist ja da. Aber so wirklich machen tut das. Wüsste ich jetzt nicht, wer das wirklich so macht. Ja, außer einen. Der macht das immer, weil er kann auch kein Clash of Clans spielen. Deswegen muss er das so machen. Und aber ich habe es im Rathaus 8 Bereich, glaube ich, tatsächlich auch mal gemacht. Ich meine, ich hätte mir da so ein ganz kleines bisschen Dunkles gekauft, damit ich damals auf Rathaus 9 gehen konnte. Aber das war es dann auch. Aber habe es echt schon ewig nicht mehr gemacht und selber Juwelen kaufen habe ich auch schon unendlich lange nicht mehr gemacht, weil es gibt hier im Spiel die Juwelen ja zu sammeln, zu erspielen und so weiter. Und da ist man auch gleich beim nächsten Punkt, was man eigentlich nicht mehr macht, was ich eigentlich auch weitermachen sollte, denn ich bin hier noch nicht fertig. Ich muss noch 67 Mauern und wenn ich da mal keinen Bock auf Farm hätte, oder ich will mir die ersten Gems machen. Gehen wir mal von den ersten Gems aus. Du fängst mit Clash of Clans an und möchtest deine zwei Bauarbeiter erweitern um den dritten, vierten, fünften. Das kostet jeweils 500, 1000 und dann nochmal 2000 Gems, also insgesamt 3500 Gems. Und das dauert natürlich, bis man die zu Anfang zusammen hat. Aber man kann natürlich hier in die Einzelspielermission reingehen und hier bekommt man Gems in den Erfolgen. Und ihr seht, ich habe die auch selber überhaupt nicht weitergespielt. Ich habe dafür eine Komplettlösung. Irgendeiner hat das mal gemacht. Und ich habe das selber nicht mehr weitergespielt. Mir fehlt hier oben auch ein Stern. Wir können das jetzt mal angreifen, ja. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber wir machen das einfach mal. Ich muss mal eben gucken. Ja, okay, der hat ja nichts. Was heißt, der hat nichts? Der hat nichts, kannst du nicht sagen. Du kannst ja mit einer Armee angreifen, die viel zu stark ist, so will ich es mal sagen. Denn die sind ja nicht die Truppen vorgegeben wie bei den anderen Sachen, wo ich gleich auch mal drauf zu sprechen komme. Aber lass mal erstmal dies machen. Ich finde es auch ganz witzig. Mal sehen, wann der hier Stoff bekommt. Mauer ist schon mal auf, das ist cool. Und dann kannst du ja eigentlich schon durchlatschen, ne? Muss man ja mal so sagen. Kannst ja eigentlich schon, du hast keine Zeitvorgabe hier. Das, was man hier in den Kobold-Missionen natürlich machen muss, ab und zu mal den Bildschirm bewegen, denn sonst läufst du hier in so eine Art Bild-Timeout und
dann ist das Spiel Game Over. Aber mal sehen, wann der überhaupt mal hier Beschuss bekommt. Es ist ja die letzte, oder es ist ja eine der Sachen, die in den letzten Erweiterungen ist. Aber vielleicht fährt er hier auch so durch, ne? Kann man einfach so laufen lassen. Und dann habe ich auch meinen letzten Stern hier. Soll natürlich ein bisschen schneller gehen. Er feuert jetzt aber auch erstmal auf die defensiven Gebäude. Da bekommt das Rathaus hier so ein bisschen was ab. Denn das ist ja auch ein Rathaus hier, was jetzt nicht verteidigt. Sonst würde er da auch drauf gehen, wenn es jetzt schon verteidigen würde oder es wäre jetzt schon angeranzt. Ist aber nicht so. Und deswegen bin ich fast der Meinung, der kann hier ganz durchfahren, ohne dass er überhaupt annähernd Beschuss bekommt. Oh, da kommen jetzt noch ein paar Tesla hoch. Okay, dann gehen wir hier rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh ne, da haben wir. Da haben wir gerade zwei vergessen. Oh, hier gehen gerade die Sirenen an. Haben wir Probealarm? Muss ich jetzt mal gucken. Oder ist das bei mir hier irgendwo? Ich guck mal gerade. Okay, tatsächlich sehe ich gerade in der Nina-App, dass wir einen landesweiten Sirenen-Probealarm mal wieder haben. Ist ein leidiges Thema hier auch in Deutschland. Und ich war jetzt gerade erschrocken, weil ich gedacht habe, ist das mein PC, der hier so piept oder was auch immer. Aber wir haben uns hier einen schon reingespielt. Also wir haben einen Punkt mehr, 193. Ich glaube bei, jetzt lass mich mal lügen, halt nicht mein Clan, bei 100 oder bei 200 bekommen wir noch ein paar Gems dazu. Und ich habe das immer noch nicht gemacht. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Da 193, 50 Gems immerhin. Und eigentlich leicht gespielt, vor allen Dingen, wenn man weiß wie. Und aber es ist halt so ein Ding, was ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Cool bleiben, angreifen. Okay, machen wir mal. Okay, jetzt habe ich habe gerade meine Armee verballert. Echt? Okay, man verballert dabei seine Armee. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Muss ich mal so sagen, das habe ich jetzt echt nicht gewusst, dass man dabei seine Armee verballert. Okay, das ist natürlich Verschwendung, aber Truppen kosten ja nichts mehr. Truppen kosten nichts mehr, also kannst du ruhig... ich will nicht in den Krieg. Ich wollte hier ja weitermachen. Sachen, die man nicht mehr macht. man verballert seine Truppen, okay. Das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Okay. Das habe ich wirklich nicht gewusst, Leute. Wieder was dazugelernt. Okay, bleiben wir mal hier. Also die Einzelspielermissionen geben natürlich immer ganz nett... da wollte ich gar nicht rein, aber egal. Geben natürlich mal ganz nett Ressourcen. Ihr seht das hier. Und die kann man natürlich auch einsetzen und umsetzen. Der könnte ruhig hier rein zurückspringen. Und aber hier unten sieht man das ja schon. Das Ganze geht bis zur Drachenhöhle. Den Riesendrachen habe ich allerdings irgendwie anders erlegt. Den Erfolg gibt es ja auch, den goldenen Drachen zu schaffen. Und aber es gibt nochmal richtig reichlich hier. Was ich dann auch nicht mache oder was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe, ist hier das Training. Ich habe hier schon ewig nicht mehr trainiert. Und jetzt wollte ich aber hier mal nur mal eben sicher gehen, dass hier nachgebaut wird. Wird gar nicht. Toll. Nicht genug Platz in der Ausbildungswarteschlange. Warum nicht? Ach so, ja, ich weiß warum nicht. Weil ich die Zauber nicht verbraucht habe. Zwei da. Ach, der baut schon. Okay, der baut schon. So ist es richtig. So ist es richtig. Entschuldigt bitte. Sind die Trainings hier. Ihr seht 0 von 19. Das Ganze geht hier runter bis auf Rathaus Level 13. Also 14 fehlt auch noch. Und falls ihr hier noch nicht so weit seid wie ich, dann könnt ihr nicht überall angreifen. Ja, sondern ihr müsst euch das freischalten von Rathausstufe zu Rathausstufe. Ihr könnt immer eine, glaube ich, höher machen, als ihr selber seid. Und ich soll hier jetzt einen Riesenplatz ziehen. Also das ist auch super erklärt. Ich meine, man kann es nicht, man kann es nicht einfacher haben. Ich meine, das Spiel gibt dir die Truppen vor, aber wer macht das schon? Zerstört die Mauern. Es stand hier natürlich nur, ich habe da einen gesetzt. Achso, muss ich nur einen setzen? Ah ja, okay, ich muss zwei setzen, alles klar.
Ich muss beide setzen, alles klar. So, entsende nun Riesen, um alle Verteidigung zu zerstören. Mache ich. Wir nehmen alle hier rein. So ist das vorgesehen. Da steht auch jetzt mittlerweile die Anzahl. Ich glaube, das stand nicht immer da. Das ist, kann ich mir vorstellen, geändert. Entsende nach der Zerstörung des Minenwerfers Kobolde, um aufzuräumen. Ja klar, ganz einfache Sache. Also ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Die gehen jetzt erstmal zum Minenwerfer und dann kann ich hier anfangen, meine Goblins zu spielen. Die jetzt hier dann, ja, was heißt, den Rest erledigen. Ich mache das mal. Hier kommt nichts ran. Und dann lassen wir die einfach mal ein bisschen laufen. Muss mal gerade gucken, die Clanburg ist ja auch eine Ressource an der Stelle. Da geht die Luftabwehr kaputt und dann war es das eigentlich auch schon. Irgendwo war hier aber auch eine Falle. Da. Okay, irgendwo war hier eine Falle. Ich konnte mich erinnern. Dann können wir jetzt auch den Rest senden hier. Und dann ist das Dorf ganz schnell gemacht. Also auch so kann man natürlich erstmal schnell nur Ressourcen scheffeln, gerade zu Anfang, wenn es so ein bisschen schneller gehen soll, ist das eine tolle Möglichkeit, hier A zu üben und B natürlich auch ein wenig Ressourcen einzustreichen. Erfolg gibt es hier gar nicht. Ja, das ist ein bisschen traurig. Ein Erfolg gibt es hier gar nicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Diese Ringe gehen schon wieder. Guck mal gerade, ob mein Mikrofon ausschlägt. Ah ne, ich glaube, ihr hört das nicht. Ich glaube, ihr hört, obwohl ich das Fenster auf habe hier. Ist schon krass. Ihr hört das nicht. Auch hier gibt es keine Zeitvorgabe. Das heißt, ihr könnt das einfach so spielen. Ihr könnt es auch mehrmals spielen, wenn euch der ganze Ablauf wenn ihr das Ganze noch nicht so verstanden habt, aber eigentlich gibt es hier nicht wirklich was zu verstehen. Wenn man natürlich in die höheren Sachen kommt, die man selber noch nicht hat, dann wird es ein bisschen schwieriger. Das ist ja manchmal so bei Events, angenommen, du hast ein Rathaus 10, 11 und es kommen dann die Events, wo du dann plötzlich einen 12er und einen 13er und einen 14er spielen musst, die du ja gar nicht kennst, dann möchtest du jetzt ohne Entscheidungshilfe üben? Nö, will ich nicht. Ich will nicht ohne üben. Und wir gehen mal nach Hause. Mal mit nach Hause schickt er mich immer in mein Heimatdorf. Ich muss da wieder reinklicken. Also habe ich hier jetzt ein Training immerhin geschafft und könnte jetzt die Ballonparade spielen. Aber auch das ist ja eigentlich so ein Ding, was ich gar nicht mehr mache. Muss ich mal so sagen. Das ist ein Ding, was ich gar nicht mehr mache. Aber egal. Nur mal so gesagt, das ist auch ein Ding. Macht ihr das wirklich? Habt ihr das wirklich alles durch? Wie gesagt, es gibt hier keinen Erfolg. Bei den Kobold-Missionen gibt es immerhin noch einen Erfolg. Und aber hier gibt es einfach gar nichts mehr für. Wenn ihr hier unten angekommen seid im Nachtdorf, ich denke mal, auch da spielt kaum noch jemand einfach mal so einen Nachtdorfangriff, sondern meistens spielst du den für den Tageserfolg. Den habe ich heute noch nicht gespielt. Oder aber, dann kann man auch spielen. Wenn es darum geht, ein wenig in den Pass reinzuspielen, wenn da ein Passspiel ist oder aber bei den Clanspielen, aber sonst glaube ich, spielt niemand mehr hier annähernd, auch nur annähernd das Nachtdorf. So, mal sehen, ob wir da die Luftabwehr nicht vielleicht schon wegkriegen. Perfekt, würde ich sagen. Sehr schön. Und dann nehmen wir den nochmal da rein. Unsere Krampfmaschine könnten wir hier starten. Und das ist das auch das, was ich eigentlich nur mache hier. Ich mache keinen Angriff im Nachtdorf, der nur einfach so ist, außer es ist ein Clanspiel da, es ist ein Passspiel da. Im Moment haben wir noch ein Passspiel zu machen, hier ein paar Gebäude zerstören. Das kann man immer ganz, ganz schnell erledigen. Machst ein paar Angriffe und dann ist gut, dann brauchst du hier nicht mehr rein. Oder aber du machst das so ein bisschen im Zuge des Tagesupdates, wo du sowieso hier einen Stern machen musst. Oder vielleicht sogar zwei. Ja, haben wir sogar zwei geschafft. Aber ich glaube, so richtig, so das Nachtdorf, nö. Mag niemand, möchte keiner mehr haben. Es ist nur so ein Schmuck am Nachthemd. Und aber das Schmuck am Nachthemd hilft dir natürlich ein bisschen bei den Ressourcen. Die Ressourcen kannst du ja mittlerweile auch ganz gut ausgeben, nämlich hier unten bei den Bauarbeitern, wenn man dann halt genug hat. Ich muss mal gerade gucken, ob ich hier gewinne oder verliere. Wir haben gewonnen. Damit müsste ich eigentlich mal wieder einen Bob hier losschicken können. Im Schiff für Elex 1600. Perfekt. Ja, so kann man es eigentlich erstmal machen.
So eine Sache ist mir dann natürlich noch aufgefallen. Klar geht man hier immer zum Händler und sagt hier alles ein, was hier geht. Sollte man auch machen. Bei meinen anderen Accounts gebe ich hier im Moment relativ viel aus, muss ich sagen. Denn es gibt hier immer jede Woche auch ein Heldenbuch. Das nehme ich immer mit. Bei den anderen Accounts, die noch Helden machen müssen. Für 500 Gems. Aber vieles kannst du natürlich mittlerweile für die Überfallmedaillen kaufen. Und was ich auch nicht so schlecht finde, hier habe ich mir schon Ressourcen gegönnt. Ja, für die Überfallmedaillen, weil die Überfallmedaillen haben auch kein Geld gekostet, haben keine Juwelen gekostet, sondern sie sind ja erspielt und von dir erspielt. Und von dir erspielt, das kannst du natürlich ausgeben für was du willst. Da kannst du auch ruhig Ressourcen nehmen. Aber nochmal im Vergleich zum Shop, zum Pass und zu den Clanspielen und zum Farm muss keiner mehr in den Shop reingehen und muss sich da irgendwie Ressourcen kaufen. Das glaube ich nicht wirklich. Eine Sache gibt es noch, die man auch nicht macht oder die man fast nicht mehr macht, kann ich mir vorstellen. Und zwar, indem man hier auf Vergeltung klickt. Wer hat von euch das letzte Mal hier auf die Vergeltung geklickt? Ich glaube, der erste Kollege hier ist da. Ah, nein, er ist nicht mehr da. Okay. Er ist nicht mehr da. Dann gucken wir mal. Ich hatte mir noch einen rausgesucht. Ich glaube, der ist da. Oder nein, der ist auch nicht mehr da. Schade. Der hatte eben 10k Dunkles. Aber wann klickt man hier wirklich rein? Ja. Das macht keiner. Also, ich habe hier gestern mal reingeklickt und da war noch der erste da, aber dann verließen sie ihn hier. Dann kommt nur, ah, da kommt einer. Okay. 98, na, oder 9000. Eine Mille. Alter, der hat ja richtig was für uns. Schade, dass wir nichts für ihn haben. Ärgerlich. Ich habe auch die total verkehrten Zauber dabei. Mist. Ich habe die total verkehrten Zauber dabei. Die Zauber hier müssen alle weg. Die müssen alle weg, stelle ich gerade fest. Der muss auch noch weg. Und der muss auch noch weg. Denn das ist hier meine neue Clankriegsarmee. So sieht das besser aus. Hier kommt kein Fries rein, sondern hier machen wir ein Gift rein. Und dann kann ich auch die Zauber für die nächste Truppe hier machen. Ja, okay, das war das. Da haben wir immer keine Heil, sondern zwei davon, einen davon. Und ich habe es jetzt eben wirklich ein bisschen verpeilt, muss ich sagen, dass in den Missionen hier, in den Einzelspielermissionen tatsächlich die Armee dann weg ist. Okay, da muss man dann ein bisschen planen. Da muss man ein bisschen planen, aber wie gesagt, da gab es mal eine Karte und das gehört zumindest bei mir zu den Dingen, die ich wirklich ganz, ganz wenig oder so gut wie nicht mache. Jetzt habe ich es mal im Video gemacht. Ja, vielleicht machen wir es mal ein bisschen weiter, wenn wir ein bisschen Luft haben, aber ich gerade die Trainingsmissionen natürlich als Anfänger sind, finde ich ideal. Und aber sonst, wenn du hier so weit bist wie ich oder halt weiter, dann spielst du das so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht. Für die ersten Gems, wie gesagt, ist das ganz gut. Aber so gemmäßig habe ich auch nicht wirklich was nötig. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich live meinen Clankriegsangriff mache. Auf ihn hier. Könnte man eigentlich machen, oder? Single, 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 Multi. Okay. Ich mache das mit euch. Okay. Auch wenn mich der Clan hier totschlägt. Nein, das werden die natürlich nicht machen. Ich mache das mit euch. Ich frage mal gerade an. Und zwar nehmen wir hier ein Gift. Ich nehme tatsächlich ein Gift mit rein. Ein Gift und ein paar viele Ballons. So machen wir das. Max, bitte. Wo ist mein Handy? Ah, da vorne, warte. Das könnte natürlich auch zu den Dingen zählen, die kein Mensch mehr macht. Live-Angriffe zeigen im Video macht ja auch kein Mensch mehr, außer der Toto. Der Toto macht das immer mit euch. Ich muss mein Gesicht nicht wahren. So, ich habe aber angefragt. Und zwar oh, ich habe einen Flamefinger angefragt. Ne, mal sehen, ob ich den überhaupt bekomme. Aber Loons habe ich hier bei dem anderen Account. Mindestens. 1, 1, 2, 3, 4,
4 jamme ich eben rein oder 5. So, da ist jetzt noch eine Anfrage offen. Der Flamefinger ist auch noch offen, aber das macht nichts. Den kann ich mir dann selber kaufen. Also ich brauche den jetzt nicht, weil ich jetzt gleich ein Luftschiff mit reinnehme. Okay, 2 von den Zaubern, also 2 Blitzzauber, 9 Skelly Spells, 12 Drachen, 12 Ballons und 9 Ballons in der Clanburg. Mal sehen, wie uns das gelingt. In Warden stelle ich jetzt vorher mal um. Solltet ihr auch immer dran denken, stellt den Warden ruhig vorher um und nicht erst, wenn ihr angreift. Ja, ich greife mal an. Das ist die falsche Base. Warte. Das ist die richtige Base. So, okay. Wir gehen oben von der Seite rein, wo der Adler ist, würde ich sagen. Und blitzen uns einen Inferno weg. Lenken die da ab. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir greifen mal an. Oh, ich kann eigentlich nicht mit der Armee angreifen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Okay. 2 Blitz auf den Feger. Der muss weg. Perfekt. Und danach machen wir Folgendes. Den dahin, den dahin. Alle Ballons rein. Kriegt die alle rein? Ja, alle Drachen rein. Perfekt. Das eben mal umgestellt. Wächter hier hinter. Und dann soll es hier reingehen. Ihn hier auch mit reingespammt. Und wir nehmen dann gleich unser Schiff hier mit. Also, die sollen jetzt erstmal ein bisschen PS machen dort. Und ich lenke jetzt mal so ein bisschen hier die Defense ab. Perfekt, gar nicht mal so schlecht. So, der Gift soll dafür sein. Für die beiden in der Mitte. Und die Singles fallen da. Perfekt, das sieht noch gut aus. Das ist schon mal Geschichte. Und ich muss den Royal Champion zünden. Wo ist der Royal Champion? Da ist er. Oh, da geht auch der letzte Inferno down. Oh, was macht denn der Drachen da hinten? Oh, shit. Komm, mach die beiden da weg. Oh, die waren nicht gut im Gift. Sehr ärgerlich. Die waren nicht gut im Gift, aber der Uhu macht das noch. Okay, meine Queen ist noch da. Schade. Ja, ich muss, glaube ich, doch mit der Truppe üben. Aber ja, die geht schon ziemlich gut. Mein lieber Mann, die geht schon ziemlich gut. Ich kann meine Queen noch zünden. Der Drachen ist auch noch, der ist noch ganz gut am Leben. Da hinten ist nur noch die Luftabwehr. Mal sehen, wie früh oder spät wir die Queen zünden können. 1:19. Ich lasse sie mal noch ein bisschen laufen. Ein bisschen Heilung kriegt sie ja noch, ne? Und im Moment ist keine Doppeldefense drauf. Also wir haben nicht irgendwo damit zu kämpfen. Jetzt erstmal das Lager noch. Und dann auch noch das Lager. Jetzt kommt erst der X-Bogen dazu. Da kann das Pony fast nicht mehr gegenheilen. Das heißt, ich werde sie gleich schon zünden müssen. Und 55 Sekunden noch. Oh, das wird eine ganz, ganz enge Kiste, Leute. Aber ich überlasse nichts dem Zufall. Ich werde sie jetzt zünden. Bombturm muss weg. Kanone als erstes. Nein, sie macht erst das Lager. Das ist auch warum? Warum macht die erst das Lager? Nur noch der Minenwerfer. Oh, das ist eine ganz knappe Geschichte, Leute. Das wären 3 Sterne. Oder? Nein, das Ding schießt noch da. Oh nein. Ich habe noch nie mit dieser Kombi angefangen und Alex hat mir jetzt schon wieder gerade die Musik geklaut hier. Okay. Schalte erstmal dein Gerät um. Nein, mache ich nicht. Ah, alter Falter, was für ein Morgen, ey. Dabei wollte ich euch Dinge zeigen, die man auf gar keinen Fall macht. 3 Sterne im Clankrieg. Und dann mit dieser Kombi hier. Krass, echt krass. Meine Herren, und das auch noch live. Gottes Willen. Auf geht's. Gefällt mir gut, alles klar.
Okay, ich hoffe, das hat euch auch ganz gut gefallen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Dinge ihr nicht mehr so macht. Ihr habt jetzt meine Dinge kennengelernt. Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, wo ihr schreibt, Toto, das machst du eigentlich auch nicht mehr. Zum Beispiel Gems ausgeben. Doch ein paar gebe ich immer aus. Ein paar gebe ich immer aus, wenn es auch nicht viele sind, meistens für Spenden. Denn ich ganz, ganz selten baue ich Truppen, um sie zu verspenden. Meistens nehme ich einfach Gems dafür. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns in jedem Fall in den gestern nicht gewesenen Livestreams. Kann ich auch kurz erklären. Im Moment hat jemand hier in der Familie späte Woche, das heißt also, er muss bis abends um 8:30, 9 Uhr arbeiten und dann habe ich den immer abgeholt, unseren Beckenrand-Sheriff, dann habe ich ihn immer abgeholt und dann sind wir meistens noch einkaufen gefahren oder was essen gefahren und deswegen wäre mir das alles viel, viel zu spät geworden, aber heute, glaube ich, ist er dort nicht und deswegen können wir, glaube ich, heute den Mid-Clash am Donnerstag nachholen. Oder vielleicht am Freitag nachholen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und es geht auf jeden Fall nichts verloren. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht da auch 3 Sterne, wa? Euer Toto. Clasht.